Ja, hallo und Shalom, liebe Zuschauer. Ja, bevor wir zu den weiteren Endzeitnachrichten kommen, habe ich mir gedacht, wir stellen das Evangelium mal wieder am Anfang der Sendung. Was ist das eigentlich? Wer ist Jesus Christus? Und was ist unser Bekenntnis? Ja, und das steht im Römerbrief in Kapitel 10, Verse 9 bis 11. Ja, und hier steht: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Jeder, der an ihn glaubt. Und so steht es auch im 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 1 bis 4. Wir nehmen hier mal ab. 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ja, das steht nämlich schon im Alten Testament angekündigt. Genauso ist es. Wir sind aus Gnade errettet und nicht aus Werken. Allein der Glaube an Jesus Christus, dass er für unsere Sünden gestorben ist, bringt uns das ewige Leben. Amen. So ist es. Ja, wir gehen mal in die weiteren Endzeitnachrichten. Von Kriegen werden wir hören, so heißt es. Und ja, das Drama geht weiter. Wladimir Putin bereitet sich mit einem neuen Plan auf eine wahrscheinliche Invasion vor, um Europa an die Gurgel zu gehen. So heißt es hier im Express aus Großbritannien. Ja, reißerisch, wir schauen da mal rein. Wladimir Putin bereitet Russland auf eine wahrscheinliche Invasion in der Ukraine vor. In einer Bewegung, die der russische Präsident als an die Gurgel gehen bezeichnet, warnte ein Experte für Außenpolitik. Boris Johnson schüttelte den Kopf über die Frage wegen Wladimir Putin. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben in den letzten Wochen den Siedepunkt erreicht und Moskau hat Zehntausende von Truppen in die Nähe der Grenze zu seinem Nachbarland zusammengezogen. Befürchtungen über einen möglichen Angriff auf die Ukraine wurden von Russland zurückgewiesen, aber mehrere westliche Mächte haben Putin gewarnt, dass sein Land im Falle eines Einmarsches mit lähmenden Wirtschaftssanktionen belegt werden würde. Der russische Präsident wurde von einem führenden Außenpolitik-Experten scharf angegriffen, der davor warnte, dass eine Invasion in der Ukraine nun so gut wie sicher sei und dass Moskau an die Gurgel gehen werde. Eieiei. Neil Gardiner, ein ehemaliger Berater von Margaret Thatcher, sagte gegenüber Express: Wir sehen einer russischen Invasion in der Ukraine ins Auge. Dies wäre der größte Akt der Aggression in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine russische Invasion in der Ukraine wäre katastrophal und wir müssen alles tun, um dies zu verhindern. Die Realität ist, dass Wladimir Putin es ernst meint. Er fügte hinzu: Machen wir uns keine Illusion, Russland bereitet sich auf einen Krieg vor und bereitet eine Invasion vor. Das ist für sie kein Spiel. Sie wollen uns an die Gurgel gehen. Ja, er befürchtet jedoch, dass Russland, sollte es ihm gelingen, in große Teile der Ukraine einzumarschieren und diese zu übernehmen, als nächstes die baltischen Staaten ins Visier nehmen und sogar die NATO-Länder auf die Probe stellen könnte. Herr Gardiner warnte: Einer der größten Konsequenzen ist die Übernahme der Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kiew und sogar die Besetzung des gesamten Landes. Wenn Russland mit der Invasion und Besetzung großer Teile der Ukraine
Ukrainer zusätzlich zur Krim durchkommt, nehmen sie als nächstes die baltischen Staaten ins Visier. Tja. So heißt es hier und auch ja, dieser sogenannte Kanzler der Bundesrepublik war ja jetzt auch bei Herrn Biden. Aber da gehen wir jetzt erstmal nicht drauf ein, sondern wir sehen hier einen Schulterschluss, ja, und hier auf dieser Seite Blaze Media heißt es, Russland und China haben sich bei den Olympischen Spielen in Peking auf eine grenzenlose Beziehung geeinigt. Grenzenlos. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben für Amerikas Feinde einen guten Start hingelegt. Am ersten Tag der Olympischen Winterspiele erklärte China und Russland eine grenzenlose Partnerschaft. Die chinesische und die russische Führung vereinbarten, sich gegenseitig in ihren Bemühungen zu unterstützen, ihre Grenze auf derzeit unabhängigen Staaten Taiwan und Ukraine auszudehnen. Laut Reuters empfing der chinesische Präsident Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die beiden kamen überein, dass ihre neue Beziehung jeder Allianz aus der Zeit des Kalten Krieges überlegen sei. Und dass die beiden Nationen in den Bereichen Weltraum, Klimawandel, künstliche Intelligenz und Kontrolle des Internets zusammenarbeiten würden. Reuters berichtete, dass Xi Jinping die Forderung Russlands nach einem Anschluss der Ukraine aus der NATO unterstützte und Wladimir Putin zustimmte, sich jeder Form der nationalen Unabhängigkeit Taiwans zu widersetzen. Sowohl China als auch Russland werden zunehmend aggressiver, da sie sich anscheinend darauf vorbereiten, in souveräne Staaten einzudringen, die sich ihrer Meinung nach für sich beanspruchen können. Ja, so steht es hier. Okay, die von Reuters, ja, dazu muss man sagen, dass die NATO natürlich vorher schon sehr aggressiv sich ausgebreitet hat Richtung Russland nach der sogenannten Wiedervereinigung in den 90er Jahren. Ja, so, wir haben hier also ein starkes Bündnis, jetzt Russland-China, habe ich ja auch schon vorausgesagt, sag ich mal so. Ja, was gibt es weiterhin? Ja, wir haben hier aus dem russischen Fernsehen eine seltsame Situation. Ich spiele das mal ein hier. Ich kann zwar kein Russisch, aber man kann es hier an den Bildern erkennen. Also hier wird es offensichtlich, hier sind die baltischen Staaten und ja, dieser Fernsehmoderator oder wer das auch immer ist, vielleicht auch einer aus dem Militär, ich weiß es nicht, deutet hier an, wie denn eine Invasion aussehen könnte auf die baltischen Staaten. Ja, schauen wir da kurz rein. Вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население, а которые не приветствуют, оно просто попряталось и закрылось в квартире. Все Балтийское море находится под прицелом российских бастионов, которые там же развернуты. Те немногочисленные силы спецназа, специальных операций Канады, Великобритании, Германии, США в странах Балтии, их окружает Балтии, Псковской дивизии ВДВ. И они складывают оружие. Новое правительство в Эстонии, в Латвии, в Литве. Ja, soweit ich das verstehe, ist das, ja, die NATO-Truppen sind hier in diesen baltischen Staaten eben stationiert, auch werden verstärkt von der NATO zurzeit. Ja, und die Russen sind natürlich hier besorgt und überlegen halt, oder ja, es wird hier im Fernsehen sogar darauf hingewiesen, dass man hier ja, dagegen vorgehen könnte. Okay, was gibt es hier dann noch? Exklusiv, Russland verlegt Blutkonserven in die Nähe der Ukraine und verstärkt damit die Besorgnis der USA, sagten Beamten. Ja, also auch hier weiter, ja, Verlegung von Truppen und von Blutreserven. Ja, ich weiß nicht, mir kommt das alles so abgesprochen vor. Ja, wer sich mal ein bisschen in der Geschichte auch über die Geschichtsbücher hinaus beschäftigt hat, wird feststellen, dass dieser Kalte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg also offensichtlich auch
viele Dinge abgesprochen war, auch das Ende der Sowjetunion, des Ostblocks war unter Umständen alles abgesprochen. Und selbst im Zweiten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg, aber im Zweiten Weltkrieg auch ziemlich nachgewiesenerweise wurden von bestimmten Kräften, die im Hintergrund arbeiten, beide Seiten finanziert. Ja? Also offensichtlich will man hier bestimmte Gruppen möchten also hier andauernden Krieg haben, und wer hinter diesen Gruppen steht, dürfte uns klar sein, das ist Satan. Ja? Und ja, diese Zusammenarbeit jetzt, ist das vielleicht wieder ein Schauspiel? Ja, natürlich ein blutiges Schauspiel wird das werden. Es wird einen Krieg geben. Er wird, glaube ich, nicht nuklear sein, aber es wird hier ein konventioneller Austausch, wird es sicherlich geben in der Ukraine, und vielleicht auch hier die Chinesen mit Taiwan. Ja, ja, es klingt trotzdem alles sehr nach Absprache, und ja, wir haben hier mal das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum. Klaus Schwab ist ja sein Gründer und Vorsitzender. Und er hat hier 2017 etwas Wichtiges gesagt. Und da hören wir mal ganz genau rein. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Ja, also also am Anfang sagt er hier, ja, er möchte mal zwei Namen erwähnen, nämlich Merkel und sogar Putin. Beides waren Young Leader, Global Leader in seinem Programm hier im WEF. Ist er ein Programm dieses Gründers eben, Klaus Schwab. Und ja, dort werden Menschen ausgebildet, die dann, ja, die in den entsprechenden Staaten, wo sie eingesetzt werden, dann eben regieren. Ne? Zum Beispiel Merkel und sogar Wladimir Putin war in diesem Programm Young Global Leaders vom World Economic Forum. Ja, darüber hinaus sagt er eben, dass hier dieser kanadische Premierminister, ja, er war auch in seinem Programm, und auch Macron in Frankreich war auch in seinem Programm oder ist noch. Ja, und ja, das sind alles Young Leader. Und er sagt sogar, dass das halbe kanadische Kabinett mit seinen Leuten infiltriert wurde. Ja, penetrated. Also das halbe Kabinett der derzeitigen kanadischen Regierung ist von ihm. Ja, er hat auch das Buch geschrieben, The Great Reset. Ich denke, meine Zuschauer, ihr wisst Bescheid, ja, was hier geplant ist, dieser Kommunismus, ja, diese Gleichschaltung der Welt, das antichristliche System. Und er ist hier ein sehr hoher Diener sicherlich des Satans, ja, beziehungsweise des Antichristen. Ja. Ja, wie kann das sein? Woher haben diese Menschen ihre Macht? Woher haben diese Menschen ihre Macht? Ja, dass hier beide Seiten finanziert werden zum Beispiel. Und ja, das steht einfach in der Bibel. Ja, und da schauen wir mal in Lukas 4, Kapitel 4, Vers 6. Ja. Ja, und der Teufel sprach zu ihm, also zu Jesus: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Ja, wir können hier auch nochmal nach vorne gehen. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick.
Ja, die ganze Welt gehört ihm, beziehungsweise gehört ihm nicht, aber er regiert sie, ja, er ist Fürst dieser Welt. Ja, und dann sagt der Teufel eben, ja, dir will ich all diese Macht und die, ihre Herrlichkeit geben, ja, alle Weltreiche, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Na? Nicht nur er, ja, es sind viele Menschen, viele Diener Satans. Ne? Ja, dann eine weitere Nachricht, die ist im Sinne von Gog-Magog-Krieg sehr wichtig, also bezüglich Israel, Nahen Osten. Hatte ich ja auch oft schon drüber berichtet. Ja, was haben wir hier für eine Nachricht? General Iwaschow, Erdogan wird im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine den Befehl zum Angriff auf die Krim geben. Im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine erhalten die türkischen Truppen den Befehl, die Krim sofort anzugreifen. Oh. Im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine erhalten die türkischen Truppen den Befehl, die Krim sofort anzugreifen. Hallo? In seiner Ansprache an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte der ehemalige Leiter des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation, Generaloberst Leonid Iwaschow, dass der türkische Präsident im Falle militärischer Zusammenstöße zwischen Russland und der Ukraine sofort den Befehl zum Angriff auf die Krim geben werde. Ja, Iwaschow zufolge ist Erdogan bereit, dafür die gesamte der Türkei zur Verfügung stehende Militärflotte einzusetzen, die die Schwarzmeerflotte der russischen Marine übertrifft, sowie zwei Wüstenarmeen. Ja, schauen wir weiter. Der Präsident der türkischen Republik, Recep Tayyip Erdogan, hat klar gesagt, auf welcher Seite die Türkei kämpfen wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Wüstenarmeen und die türkische Marine den Auftrag erhalten werden, die Krim und Sevastopol zu befreien. So Iwaschow in einem Brief an den russischen Staatschef. Oh, sehr interessant. Und wir schauen jetzt hier nochmal auf dieses Bild. Was ist das denn jetzt hier biblisch? Ja. Hier haben wir Magog, Russland, ja, Gog, Magog. Gog ist der Großfürst von Magog, also vom Land Russland. Ja. Gog in diesem Sinne vielleicht Wladimir Putin, vielleicht, also in diesem Sinne. Ne. Ich sage nicht, dass es so ist, sondern vielleicht. Ne. Und dann haben wir eben die anderen, die hier auch in der Bibel genannt sind. Ne. Goma, Togarma, Meschech und Tubal. Ja. Und diese alle werden... Das antichristliche Gog wird also Israel zu irgendeiner Zeit, in einer kommenden Zeit eben attackieren. Ja, und hier haben wir eben Syrien mit, ja, hier wäre Damaskus unter diesem Pfeil. Ja, und die Russen sind ja bereits hier in Syrien, auch die Türken. Ja, und ja, dann geht es eben hier oben, haben wir Sevastopol. Ja, die Ukraine und beziehungsweise hier die Krim. Ja, ja, eigenartige Nachrichten sind das, aber sie passen eben in dieses biblische Bild. Und dazu passt auch etwas, was ich auch schon mal gesagt hatte, und zwar geht es hier um einen Rabbiner, um einen Propheten aus dem, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert, genau, Rabbi Vilna Gaon, der im 18. Jahrhundert lebte, er sagte etwas voraus. Und ja, dieser jüdische Rabbi, ich denke mal, warum sollte Gott nicht ihn auch benutzen als Weissagung? Und wir sollen ja Weissagungen nicht verachten, auch gerade in der Endzeit, das steht auch in der Schrift, ja. Und hier gibt es eine Weissagung eben von diesem Rabbiner. Und hier steht, wenn ihr hört, dass die Russen die Krim eingenommen haben, sollt ihr wissen, dass die Zeit des Messias begonnen hat, dass seine Schritte zu hören sind. Und wenn ihr hört, dass die Russen die Stadt Konstantinopel erreicht haben, sollt ihr eure Schabbatkleider anziehen und nicht mehr ablegen.
weil es bedeutet, dass der Messias jede Minute kommen kann. Ja, diese Geschichte mit der Krim hatten wir 2014, das ist inzwischen ja 7 bis 8 Jahre her. Das ist also schon eingetreten. Ja. Und wenn es jetzt zu diesem, ja, vielleicht Konflikt kommen könnte, hier zwischen der Türkei und Russland, ja, dann hören wir vielleicht, dass, wenn wir vielleicht sehen, dass die Russen auf die Stadt Konstantinopel eben zu, also Istanbul heute, eben einnehmen könnten. Ja, ja, spannend, wie sich das hier auch entwickelt. Ja, und das sind eben die, wir sind in der biblischen Endzeit. Ja. Wir sind wahrscheinlich noch nicht in der siebenjährigen Drangsal, weil ich davon ausgehe, dass wir vorher entrückt werden. Ja. Und dass die Gemeinde Jesu Christi vorher entrückt wird, die Ungläubigen werden hindurchgehen und auch Israel selber, ja, wird eben, es ist eine Drangsal Jakobs, ja, schon eben im Daniel, im Alten Testament eben angekündigt, ja. 7 Jahre Drangsal. Ja, diese Entrückung, da fragen halt viele Menschen, es gibt unterschiedliche Meinungen bei den Christen, ob es eine Vorentrückung gibt oder in der Mitte der Trübsal oder Drangsal oder am Ende. Also so wie ich das lese in der Bibel, wie gesagt, gibt unterschiedliche Meinungen. Aber wenn ich in die Bibel schaue, zum Beispiel in den 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16 bis 17, hier steht: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Harpazo, ja, ist das Original Wort im Griechischen, harpazo, entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ja. Und diese Entrückung gab es schon bei Henoch, auch Hebräer im Neuen Testament, da wird nochmal auf Henoch auch verwiesen. Ja. Hier steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, Glauben, ja, an Gott, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Oder, ja, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und dazu steht eben auch noch in 2. Thessalonicher 2,7 oder 6 und 7. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit der geoffenbart werde, zu seiner Zeit, also der Antichrist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Ja. Also die Gemeinde, das ist das, was den Antichristen jetzt noch aufhält. Wenn die Gemeinde weg ist, dann wird er diese 7 Jahre erhalten. Ja, einige Ausleger sagen vielleicht auch, es ist ja nochmal eine Teilung, dass es in der Mitte ist. Ja, aber die meisten Indizien sagen eigentlich, dass es eine Vorentrückung bzw. eine Entrückung am Anfang der Drangsal ist. Ja. Und ja, erst muss das, was zurückhält, entfernt werden. Und das ist eben, die Gemeinde wird harpazo, entrückt in die Wolken zum Herrn. Ja, meine lieben Zuschauer, das erstmal dazu. Sobald es etwas Neues gibt, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Bis dahin, Shalom.